müssen ein Karree bilden und die restliche Kompanie muss dem Kavallerieangriff des Feindes standhalten. Wir müssen mindestens 4 Infanteristen mitnehmen und eine feindliche Verstärkung von 3 Linieninfanteristen kommt in Runde 6 dazu. Das Karree, wenn wir es haben, wird aktiviert über die Sonderregeln. Das hat hier eine Tabelle. Und wenn das Karree 2 Shake-Marker hat, muss es auf Coherence, also Zusammenhalt oder wie auch immer, würfeln. Und wenn das Fehl schlägt, wenn der Wurf niedriger ist als die Anzahl der Shake-Marker, die Formation hat, dann bricht die Formation, wird entfernt aus dem Spiel und alle Einheiten, die sich bei der Formation befinden, müssen einen Moraltest machen. Oder sind sofort shaken? Warte mal. Ne, wir müssen einen Moraltest machen, genau. Wenn sie den nicht bestehen, sind sie ebenfalls shaken. Okay. Ja, Gelände gibt es gar keins. Ich habe ganz miserabel gewürfelt, wobei es auch eine 50% Chance gibt, dass es halt kein Gelände gibt. Ansonsten hätte es noch Felder und Mauern geben können. Jetzt müssen wir überlegen, welche Einheiten wir mitnehmen. Auf jeden Fall, wie gesagt, brauchen wir mindestens 4 Infanteristen. Das wird aber kein Problem sein. Nehmen den Offizier mit, die 3 und dann die zweite Gruppe in Anführungszeichen. Den Kavalleristen werde ich nicht mitnehmen. Dann sind das hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Punkte. Und die können wir alle mitnehmen. Jetzt muss ich für den Setup noch würfeln. Für jede einzelne Einheit, wo sie positioniert ist. Eine 6 für den Offizier. Er geht auf Streifen 4 und ist damit Teil des Karrees. Also das war Bertrand. Für Cloutier 5. Streifen 5. Die müssen sich quasi sozusagen alle in das Karree flüchten, mehr oder weniger. Auch auf 5. Valerie Travers auf 2. 4 ist 5. Das ist unser charismatischer Veteran hier mit Feuerbonus, Eugène Le Sauvage. Dann haben wir noch 2, eine 1, 6 und eine 5, Streifen 5. Also der Offizier befindet sich hier im Karree, ganz alleine und die sind alle hier irgendwie verstreut. Alles im offenen Gelände. So, feindliche Aufstellung. Dreimal auf dem Cavalry Charge Table. Captain sind wir noch nicht. Und dann für die generierten Einheiten müssen wir dann nochmal extra würfeln, wo sie platziert werden. Die Eventmarker werden nicht benutzt in dieser Mission. Also, bei der preußischen Tabelle, wie viele denn? Dreimal würfeln. Eine 4 bringt uns einen feindlichen Dragoner. Eine 6 bringt einen Kürassier. Oh oh.
Und eine 4 bringt nochmal einen Dragoner. Ja, die sind schon relativ nahkampfstark dann, ne? Was haben wir denn hier? Dragoner. So, und die werden platziert folgendermaßen. Der erste Dragoner. 6. Zweite Dragoner. 1. Und 4. Der Kürassier auch auf 1. Das ist dann Mission Setup soweit fertig. Was ich noch anders machen werde als beim letzten Mal ist. Oh, jetzt hätte ich die fast wieder hier durchmischt. Das darf ich natürlich nicht machen. Ich habe mal geschaut. Gotardo, also der Designer, hat ein Kartendeck hochgeladen, um die Aktivierung der Gegner ein bisschen vielfältiger zu machen. Das werde ich auf jeden Fall benutzen. Ich habe es jetzt halt nicht ausgedruckt. Ich werde mir einen 20-seitigen Würfel greifen. Das sind zwar 18 Karten, aber und mit dem dann würfeln, welche Karte aktiviert und welche Auswahl dann, ne? Also Karten haben zwei Funktionen. Ich kann das ja vielleicht gerade mal zeigen. Display Capture, da seht ihr es, hier sind diese Karten. Wir haben diesen grauen Part, da guckt man einmal, welche Gruppe sozusagen aktiviert wird. Dann zieht man die nächste Karte und guckt, welche Einheit sie angreift oder was sie da machen. Ja, könnte man mal abschreiben oder auch so. Ich habe leider keinen Drucker hier zu Hause, sonst hätte ich es auch wahrscheinlich schon gedruckt. Gut. Back on track. Was muss ich noch machen? You must form square. Resist for 12 turns. 12 Runden lang standhalten. Das heißt aber, ich muss das Karree nicht verteidigen, zwangsläufig, oder? Wäre natürlich. Wie viele Einheiten können denn in die Formation rein? Das ist ja nochmal die nächste Frage. Collision Check wissen wir jetzt. Group Creation, wo sind denn jetzt die Formations gewesen? Friendly Formation Activation. Das ist mir nicht ganz klar. Gibt es ein Maximum an Einheiten, die in die Formation können? Hier, Karree. Die beste Formation gegen die Kavallerie war ein dichtes Karree. Naja, kann man darüber diskutieren, aber. Infanterieeinheiten haben sich in mehreren Rängen aufgestellt, wobei der erste auf Kniete und die Pferde mit den Bajonetten auf Abstand hielt, während die hinteren Ränge feuern konnten. Ein Karree hat folgende Werte: Reichweite 1, Feuerkraft 1, Nahkampf. Special Rules, gibt es eine Sonderregel? Okay. Qualität 3, das heißt Linienqualität. Und Trefferwert allerdings auch nur 3, das ist nicht so viel. Nur Infanterieeinheiten können einem Karree beitreten, also sich mit dem gruppieren für einen Aktionspunkt. Wenn sich allerdings schon feindliche Kavallerie auf demselben Streifen befindet, dann zwei oder ein Bonusaktionspunkt. Und hier ist gerade irgendein Käfer reingeflogen. Oh Mann. Ich muss die Tür mal zumachen, oder? Und oder gucken, ob ich ihn finde und retten kann. Zu, damit nicht noch mehr reinkommt. Wenn er gleich zwischendurch wieder losdüst, dann werde ich mal schauen, dass ich ihn rausbringe.
Also, da müssen wir dran denken. Es kostet einen Aktionspunkt, dem Karree beizutreten, also 2, beziehungsweise einen Bonuspunkt, wenn da schon Kavallerie drauf ist. Auch wenn sie sich in dem Karree befinden, werden die Einheiten individuell aktiviert. Und man kann einen Aktionspunkt ausgeben, um aus dem Karree wieder rauszugehen. Dann hat das Karree einen eigenen eine eigene Aktivierungstabelle, auf der man würfeln muss. Die Rally Order kann nur einen einzigen Schreckenmarker entfernen von dem Karree. Die Formation kann feuern. Ein Karree kann mehrere Angriffe durchführen. Dazu einen Würfel würfeln und die Anzahl der Shake-Marker, die da auf dem Karree sind, abziehen. Das ist die Anzahl der Angriffe, die das Karree in diesem Zug durchführen kann. Aha. Für jeden Angriff wird ein zufälliges Ziel ausgewählt und mit den Standardregeln angegriffen. Das Karree wird immer die nächstgelegenen Einheiten zuerst angreifen. Aha, das heißt also, sobald Einheiten auf dem Streifen mit dem Karree sind, schießt es nicht mehr dahin, sondern nur noch hier. Wenn das Karree im Nahkampf angegriffen wird, hat das Karree einen Wert von 3. Wenn es von Infanterie angegriffen wird, ist der Nahkampfwert des Karrees gleich der Anzahl der Angreifer. Okay. Aber das Karree wird immer nur einen Schenkenmarker pro Nahkampf erleiden. Das soll sozusagen einzelne kleine Kämpfe gegen das Karree simulieren. Aha. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob ich das auf die Kette kriege. Würde mal sagen, dann fangen wir an, ne? Ansonsten habe ich, glaube ich, alles berücksichtigt, was es zu berücksichtigen gibt. Drei Einsen gewürfelt, das ist gar nichts. Ich hatte letztes Mal gesagt, ich kriege immer mindestens eine Aktivierung, aber das stimmt, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Nochmal einmal gegenchecken. Ich hatte da was im Forum gelesen. Friendly Activation Roll 3 Dice. Discard any. Nee, Discard Any. Also dann keine Aktion für uns diese Runde, sondern der Gegner. Der Gegner kommt. Ich lege das Karree mal auf die Seite, falls da noch mehr reinkommen. Beziehungsweise, nee, vielleicht sollte man das so als Trennung haben, ne? Die Einheiten sind im Karree, die Einheiten nicht, wenn die sich da hoch bewegen. Also Aktivierung. Enemy Presence brauchen wir nicht checken, weil wir drei Gegnereinheiten haben. Ich muss das Mikrofon mal ein kleines bisschen hier aus dem Weg nehmen. Ich hoffe, man kann mich so trotzdem noch hören. Der Pegel sagt ja, das ist doch schon mal ganz gut. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, der Dragoner aktiviert zuerst. Es handelt sich um Kavallerie. Shaken ist sie nicht. Würfelt eine 3. If there is a target group on the same or adjacent stripe, close combat. Otherwise, advance. Dann 1 bis 3, 4 bis 6, eine 2, der nächste Dragoner. Eine 5, advance. Und der Kürassier, eine 6, advance.
Beziehungsweise kann der, wie weit kann der Kürassier theoretisch schießen? Hat der einen gar keinen Fernkampfangriff? Okay. Dann war das der erste Zug. Kriege eine einzige Aktivierung. Also habe ich eine einzelne 2 gewürfelt. Ja, die Fähigkeit nochmal neu zu würfeln hatte ich nur in der letzten Mission für die ersten beiden Runden. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und ich werde ja schon fast ein bisschen gefährlicher, die jetzt einzeln nach vorne zu bringen. Er kann halt leider nicht bis dahin schießen, der allerdings auch nicht. Von daher bewege ich einfach. Oder warte mal. Er kann nur. Oh, habe ich das eigentlich falsch gemacht? Ich glaube, er kann nur eine Feuergruppe bilden, ne? Und nicht gar nicht alle Einheiten bewegen, oder? Lass mich mal sehen, charismatisch. Weil die ja jetzt nicht in der Gruppe sind. Oh, können sie trotzdem. Doch, sie können, wenn sie auf demselben Streifen sind, ne? Am Anfang jedes Zuges können sich Einheiten, die auf demselben Streifen sind, sich in eine oder mehrere Gruppen formieren. Sehr gut. Das ist wichtig. Also dann formieren sich die 4, was das Maximum ist, in eine Gruppe, bewegen sich da hoch. Und er hat die Fähigkeit hier quasi, also er hat Fernkampfbonus und die Fähigkeit, eine Feuergruppe mit denen zu bilden. Das heißt, die könnten theoretisch alle 4 gleichzeitig auf das Ziel schießen. Okay, das war meine einzige Aktivierung. Dann der Gegner. Wieder 1, 2 und so weiter. Das Spiel. Eine 2, also der Dragoner wieder zuerst. Eine 5. Und Dragoner schießen wie weit? Dragoner schießen 1 weit. Das heißt, er hat ein Ziel in Sicht. Und ja, jetzt die Frage, ob man jetzt die Karten, nehme ich jetzt da die Karten, was ich gerade angekündigt habe, oder diese Tabelle, weil die schon nochmal jetzt natürlich spezifisch auf die Mission zugeschnitten ist. Ich glaube, da nehme ich lieber die Tabelle. Also, es gibt nämlich eine Kavallerie- und eine Infanterieaktivierung. Target, using following priority. Nearest Infantry Unit not in Square, also. Die Einheiten, die nicht im Karree sind, wird es zuerst angreifen. Und dann gibt's, und dann würfelt man, hold the attack oder attack the square. Ach so, nur wenn das einzige Ziel des Karriers. Okay, also das heißt dann, sie werden die Infanteristen angreifen. Und dann mache ich das jetzt über die Karten. Das heißt, ich würfel eine 1, da habe ich scheinbar gerade ein Talent für. Smallest Group, Target. Unit not undercover, not adjacent. Ja, dann zufällig eine dieser Einheiten. Habe ich eigentlich einen achtseitigen Würfel hier irgendwo? Auch nicht, ne? Ich zähle dann wieder durch. Eine 2. Also der hier wird angegriffen. Hat einen Verteidigungswert von 5. Gelände gibt es hier nicht. Der Dragoner schießt mit 1, nehme ich mal an. Ja, der Dragoner schießt mit einem Feuerwert von 1. Kommt auf 4. Das reicht nicht aus. Karabiner leer geschossen. Oder Musketoon, kurze Muskete eigentlich. Dann Dragoner oder Kürassier. Mit 3 ist es der Dragoner. Er wird mit der 5 rücken. Und der Kürassier wird mit einer 6 ebenfalls vorrücken. Okay. 11 Runden noch. Aktivierungswurf. Jetzt hoffentlich mal viel Sechsen, keine Einsen.
Hey. 634. Gar nicht mal so übel. Also eine Bonusaktivierung oder 2. Und jetzt muss ich gerade nochmal schauen, wofür brauchte man die beim Karree? Wenn sich Kavallerie schon auf dem Streifen befindet, ne? Genau. Okay, dann bezahle ich einen normalen Punkt, um die ganze Gruppe in das Karree zu bringen. Dann bezahle ich einen Punkt, um die beiden als Gruppe vorwärts zu bewegen. Und dann würde ich sagen, aktivieren wir hier und fangen an zu feuern, oder? Oh, ich habe gar nicht beim letzten Mal auf das Karree gewürfelt. Halt, stopp. Das sollte ich nochmal machen. Das sollte ich nochmal machen. Karree-Aktivierung. Mit 2 Würfeln. Eine 6. Hold the ground. Halte die Stellung. Und der Offizier muss einen Moraltest machen. Mit einer 3 besteht er den allerdings. Okay, also hat das keine Auswirkung gehabt. So, jetzt gehen die da rein. Ich weiß halt nicht, wann. Das steht da leider nicht, wann in der Abfolge das, die Karree, die Aktivierung hier gewürfelt werden muss. Dann würde ich sagen, mit der letzten Aktivierung aktiviere ich die Einheiten im Karree, um zu feuern. So, nochmal durchgehen. Ein Karree kann mehrere Angriffe durchführen. Roll one die and subtract the number of check markers. This is the number of attacks the current turn. For each attack, select a random target. Proceed with the attack using the standard rules. A square formation will always target the nearest units. Ja. Aber das Karree hat immer nur einen Feuerwert von 1. Okay, mal ganz kurz bei den Actions nachschauen. Bei den Aktionen steht das nämlich nicht dabei. Ah, schade. Formation Fire ist denn das? Ein Ergebnis der Aktivierung? Ja, tatsächlich. Formation Fire ist das. Also müssten wir normalen Angriff machen. Aber warte mal. Dann ergibt es gar keinen Sinn. Ergibt es gar keinen Sinn, alle Einheiten in das Karree zu stecken, oder? Wenn sie da nicht alle rausfeuern können. Einzeln. Dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir das so machen. Dann würde ich die jetzt Feuergruppe draußen lassen, die reinstecken und dann mit der letzten Aktivierung die hier als Feuergruppe aktivieren.
Weil das Karree, also die Karree-Aktivierung mache ich dann zusätzlich noch. Und da könnte dann dieses Formation Fire rauskommen. Aber ich kann nicht die Einheiten im Karree sozusagen einzeln aktivieren. Okay. Gut. Gelernt. Also, das bedeutet dann, die feuern und unser Le Sauvage, der charismatisch ist, aktiviert die ganze Gruppe. Und sie können jetzt alle theoretisch auf dasselbe Ziel feuern oder halt einzeln. Jetzt muss ich mal gucken, was für Werte haben die denn. Dragoner haben, alle Kavalleristen haben 6. 6 Verteidigungswert. Und der Kürassier kann, der hat plus 1 auf Moral und kann auf 5 und 6 einen Treffer abwehren. Und meine Jungs schießen mit was? Mit 1 jeweils nur, der schießt mit 2. Das heißt, er bräuchte mindestens eine 4. Und die anderen bräuchten mindestens eine 5, um den zu treffen. Da machen wir das doch so, die beiden schießen zusammen und er schießt alleine. Denn die beiden zusammen kommen ja auch auf 2. Machen wir das mal so. Ich leg den mal da darüber, um das zu verdeutlichen. Also er schießt und die beiden schießen zusammen. Und ich schieße mit ihm auf den Kürassier. Gegen 6. Hier, das war nichts. Und die anderen beiden zusammen. 5 war auch nichts. Schade. Dann würfel ich auf mit 2 Würfeln auf die Karree-Aktivierung. Eine 5. Halte die Stellung, wie wir eben schon hatten. Jede Einheit muss einen Moraltest machen. Aber machen Sie das jetzt auf dem Moralwert des Karrees? Ich glaube ja, ne? Dann wäre die Qualität nämlich 3 und nicht 2, wie ich eben beim Offizier gesagt hatte. Also zuerst für den Offizier. Eine 1, das war schon mal nix. Und eine 4, der andere hat durchgehalten. Das heißt, wir müssen noch keinen Zusammenhaltstest machen, weil noch nicht 2 Shaken-Marker auf der Formation sind. Und machen weiter mit der Gegneraktivierung. Zuerst kommt der leergeschossene Dragoner. Er wird mit einer 6. If there is a target group in the same or in adjacent stripe, close combat. Also er wird in den Nahkampf gehen. Jetzt ist nur die Frage, wen wird er angreifen? Mit 3. Ach nee, es gibt die Priorität. Entschuldigung, ich hätte gar nicht würfeln müssen. Nächste Einheit, die nicht im Karree ist. Dann muss er einen Moraltest machen gegen 3. 2 gewürfelt, das war doch richtig gegen 3, ne? Genau, weil die nicht von Haus aus Veteran sind. Jawohl. Okay, dann schlägt das fehl, also er reitet hier rüber. Das heißt, wir haben jetzt feindliche Kavallerie hier, wo das Karree ist. Da rein und raus zu gehen, würde jetzt 2 Aktionspunkte oder einen Bonusaktionspunkt kosten. Und ja, greift aber nicht im Nahkampf an.
Dann haben wir den Kürassier als nächstes. Der wird auf 4 Close Combat Nearest Target Group, also er geht auch rüber und wird dann die Infanterie, die nicht im Karree ist, angreifen. Moraltest wieder wegen 3, eine 6, das gelingt, das heißt, der geht hier in den Nahkampf. Und er hat jetzt, wir haben 3 und der Kürassier hat auch 3. Das für den Kürassier. Oh, gibt's nicht, ey. So knapp und doch vorbei. Das heißt, er ist um einen besser, er gewinnt den Nahkampf. Und wir kriegen ein D3 Treffer. Eine 3 sind 2. Und zwar werden getroffen. Ja. Und ja, wie haben wir denn da? Valerie Travers und Renaud Beaumont sind shaken. Das ist ein Problem. Oh, ich hätte halt. Ich hätte ein plus 1 noch für den Veteranen bekommen. Ha! Da hätte ich mich fast selbst betrogen. Was kommt denn beim Unentschieden raus? Close Combat. Aber es bleibt dabei. Ich hätte zwar plus 1 für den Veteran bekommen, aber der Kürassier hätte auch nochmal plus 1 bekommen, weil er Kavallerie nur gegen Infanterie kämpft. Okay. Trotzdem würde ich gerne nochmal wissen, was. Beim Unentschieden erleiden beide Gruppen sofort einen Shaken Result. Resultat. Okay. Versuche ich mir zu merken. Dann verbleibt der letzte Dragoner da, der eine 1 würfelt, was bedeutet, Advance One Stripe. Wenn er Shaken gewesen wäre, hätte er eine Rally Action versucht. Okay. Nicht so gut aus. Zwei Nieten mal wieder und eine einzige Aktivierung. Kann ich eigentlich nur hier eine Rallye-Action versuchen mit denen, ne? Beziehungsweise es geht gar nicht. Da bräuchte ich einen Bonus-Action-Point, um die dafür zu aktivieren. Weil der Offizier hier drüben ist und nicht mit den Einheiten zusammen. Das heißt, eigentlich müsste man den Offizier aus dem Karree rausziehen und da andere Einheiten reinstecken, um hier effektiv mit denen arbeiten zu können. Oder halt alle da reinsetzen und dann ja, selber nicht aktiv sein. Ne? Also das wäre ja die Alternative quasi. Immer nur über den über die Formationsaktivierung sozusagen hoffen, dass man irgendwie Angriffe bekommt. Das wäre die Alternative gewesen. Naja, was mache ich jetzt mit der einen Aktivierung? Die können nicht als Feuergruppe schießen. Aber sie können einzeln schießen. Könnten einzeln auf den Dragoner schießen, auf einen der beiden. Das wäre egal, auf welchen. Oder das Problem ist, dass der Offizier auch shaken ist. Ich könnte mit dem Aktionspunkt natürlich den aus dem Karree rausnehmen und er hat ja die Fähigkeit, ohne Aktivierungspunkt Nahkampf auszulösen.
Das heißt, er könnte sich diesem Kampf anschließen. Und den Nahkampf auslösen. Und er hat sogar einen Nahkampfbonus ja noch. Aber da er schon shaken ist, weiß ich nicht, ob sich das lohnt oder ob das zu gefährlich ist. Wisst ihr was, das mache ich. Nehme den für den einen Aktionspunkt, nehme ich ihn aus dem Curry raus. Und nehme dann seine Fähigkeit, sich da anzuschließen. Dafür muss er einen Moraltest bestehen von 2. Ja, mit 6 Dicke. Und er schließt sich also dem Nahkampf an. Da ich hier jetzt nicht so richtig Platz habe, lege ich ihn mal irgendwie hier so hin. So. Löst damit den Nahkampf insgesamt aus. Also, der Kürassier hat immer noch 3, er kämpft aber alleine gegen Infanterie, das heißt, das geht auf 4 hoch. Bisschen mehr Platz auch für die Dragoner hier. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 für Veteranen, 6 für die Nahkampffähigkeit des Offiziers. Zurück auf 5, weil da erschütterte Einheiten dabei sind. Zuerst für unsere Gruppe, die Zahlen. Eine 5. Das ist doch schon mal vielversprechend, wenn der Gegner jetzt nicht eine 6 würfelt. Eine 4. Hervorragend. Damit haben wir diese Runde des Nahkampfs gewonnen. Der Gegner kriegt ein D3, eine 2. Leider nur ein Checkmarker Schaden. Mit 2 wäre er ja sofort ausgeschaltet gewesen. Gut, dann Gegneraktivierung. Und zwar, wer zuerst? Nee, halt. Das Karree kommt noch dran. Das Karree würfelt schon wieder eine 5. Hold the ground. Moraltest gegen 3. Eine 2. Reicht es nicht aus. Man muss den Wert eher Dings aber nur würfeln, wenn da mehr. More than one. Okay. Das mehr als einen hat. Aber auf jeden Fall müssen wir irgendwas machen, um das Karree zu verstärken, sonst ist das halt schon weg. Na gut, also Gegneraktivierung. Eine 3, das aktiviert den zuerst. Eine 1. Otherwise advance. One strip. Kommt hier runter. Und wen greift er an? Hoch. Mit der 2 hätte ich gar nicht würfeln brauchen. Nearest unit not in the square. Also diese beiden, weil sie eine Gruppe sind. Und jetzt muss ich auf dem anderen Würfel würfeln, oder? Eigentlich nicht, weil sie als Gruppe sind, brauche ich auch da nicht zu würfeln. Dann muss er einfach nur noch seinen Moraltest machen. Was würde er denn, na, da müssen wir ja doch wieder auf die Standardregeln hier zurückkommen. Wie würde er denn jetzt angreifen? Also schauen wir uns das mal an. Er hat eine Reichweite von 1, aber die Waffe ist leer. Er hat ein Ziel auf Reichweite 0. Ja, dann macht er den Moraltest gegen 3. Hat aber nur eine 2 gewürfelt. Das heißt, der Angriff scheitert immerhin schon mal. Dann als nächstes aktiviert der Kürassier. Kürassier hat 3 bzw. 4, weil er gegen Infanterie kämpft, 3, weil er erschüttert ist. Und die Infanterie 1, 2, 3, 4, 5.
für Nahkampf, 6 für Veteranen, minus 1, 5 wegen Shaken. Zuerst für den Kürzier. Kann ich mal nicht die 6 würfeln, wenn ich für die Aktivierungswürfel würfle? Also, 9 zu 6, das heißt 1 D3 Treffer kassieren. Und da können uns jetzt die ersten Leute über den Dicer gehen. Mit einer 1 ist der Treffer hier. Warte mal. Kann sein, dass erst die Einheit den nehmen muss, die noch keinen Shake-Marker hat. Oder ist das nur beim Gegner so? Nahkampf. Must be distributed as equally as possible. Okay. Dann haben wir noch mal Glück gehabt. Dann wird Eugène Le Sauvage den Treffer kassieren und bisher sind sie alle noch im Feld. Wäre schön, wenn wir da eine Aktivierung kriegen. Es bleibt noch der letzte Dragoner, der eine 2 würfelt und bedeutet. Close Combat. Nearest Target Group. Ja. Und er wird, das ist jetzt das Problem, er wird die nächste Einheit angreifen, die nicht im Karree ist. Also sich diesem, versuchen, sich diesem Nahkampf anzuschließen. Er muss natürlich den Moraltest bestehen. Gegen 3 schafft es zum Glück nicht. Sehr gut. Das wäre sonst ein bisschen dramatisch gewesen. Ja, das war der Zug. Und unten noch. Ich hoffe auf viele Sechsen jetzt. Oder. Überhaupt Aktivierung? Ja, sehr gut. 3, 5, 6. Das sieht doch schön aus. Da machen wir doch als allererstes mal, weil da jetzt der Offizier dabei ist, kann er das mit der ganzen Gruppe machen. Eine Reformation bzw. Rally Action. Das heißt, alle Einheiten würfeln jetzt auf Rally. Fangen wir mit denen hier an. Der Offizier. Muss noch einmal nachgucken. Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal auch schon getan, aber erst falsch gemacht. Genau. Alle testen gegen 3, nur Veteranen haben plus 1 Bonus. Also die beiden brauchen 2 oder mehr. Eine 6, sehr gut. Lustobage, auch eine 6. Ja, jetzt sind sie aber überzeugt von dem, was sie tun. Gehen wir ruhig so weiter im Uhrzeigersinn. Der braucht jetzt 3 oder mehr. 5. Okay. Hat das Würfelglück sich jetzt zu meinen Gunsten geändert? Und eine 2. Nein, hat es nicht. Nicht ganz jedenfalls. Er bleibt shaken. So, dann werde ich wahrscheinlich auch mit dem Offizier den Nahkampf auslösen. Das kann er aber machen, ohne einen Aktionspunkt dafür bezahlen zu müssen. Die Infanterie kann die Kavallerie nicht im Nahkampf angreifen. Es sei denn, die Kavallerie ist schon engaged. Sie könnten schießen, aber nicht als Feuergruppe, weil sie hat weder den Offizier noch den charismatischen Kameraden dabei haben. Das bedeutet, sie würden einzeln mit 1 schießen gegen 6. Könnte man den Bonuswürfel reingeben für ein plus 1? Ja, ich aktiviere die Gruppe für Feuer. Versuchen eher dahin zu schießen. Der hat, also, ist auch egal, die haben beide
Wobei er hat eine Chance zu feuern, oder? Mal sehen. Contains Shaken Unit Rally Otherwise Advance. If there's a target group in the same or adjacent stripe, close combat. Otherwise Advance. Also sie wollen eigentlich schon immer chargen, wenn sie können. Dann ist das egal, auf wen ich. Nee, ist nicht egal. Dann gehe ich auf den, damit der nicht nochmal in diese Gruppe reingeht. Okay, und dann bezahle ich für die eine Einheit hier die Bonusaktivierung, um sie von 1 auf 2 Feuerwehr zu bringen. Schieße gegen 6, das heißt 4 oder mehr. Eine 4 tatsächlich. Das ist ein Treffer. Und der andere schießt mit 1. Braucht also eine 5. Hat aber nur insgesamt 5. Reicht also nicht aus. Immerhin ein Treffer, aber sind natürlich beide leer geschossen. Dann aktiviere ich mit dem Offizier ohne Aktionspunkt, weil er die Charge-Fähigkeit hat, den Nahkampf. Und wir sind bei 3 bzw. 4, weil er gegen Infanterie kämpft. Wieder bei 3, weil er shaken ist. Gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6 für die Veteranen. 5, weil wir eine erschütterte Einheit haben. Zuerst für den Gegner. Eine 4 bringt ihn auf 7. Und eine 2 bringt uns auf 7. Naja, das ist ein Unentschieden, aber das heißt zumindest, dass der Kürassier ausgeschaltet ist, denn beide Seiten kriegen beim Unentschieden einen Treffer ab. Einer von den dreien kriegt bei uns den ab. Und zwar der da. Okay. Ein bisschen umsortieren hier, dass es mehr danach aussieht, als wenn sie eine Gruppe wären. Dann schließlich noch das Karree mit zwei Würfeln. Snake Eyes. Unterstützungsfeuer. Tu nichts. Das Karree feuert auf Einheiten, die sich nicht auf der Map befinden. Okay. Dann nicht. Und das bringt uns zur Gegneraktivierung. Präsenz müssen wir immer noch nicht checken. Es sind noch zwei Gegner da. Wer von beiden aktiviert zuerst? Der. Und was tut er? Er ist shaken, das heißt, er kriegt jetzt minus 1 auf den Würfel. Er würfelt eine 6, 5, das ändert nichts. Target Group on the same stripe. Ja, da sind Gegner. Combat Nearest Group. Und Priorität ist wieder die Gruppe ohne Karree. Das heißt, Moraltest gegen 3. Und er würfelt eine 3. Das heißt, das klappt sogar. Und der Dragoner stürmt in die Gruppe. Dragoner haben Nahkampf auch 3. Oh, okay. 3 beziehungsweise 2, weil er shaken ist. 3, weil er nur gegen Infanterie kämpft. Und die Infanterie kommt zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6 für Veteranen, 5 für Shaken. Eine 4. Und eine 2. Das ist wieder unentschieden. Oh Gott, oh Gott. Ja, immerhin den Dragoner ausgeschaltet. Und wir kriegen noch einen Treffer. Da oder da. Und ich würfle eine 3. Das ist der Offizier. Die brauchen dringend eine Rally-Action. Und der ist aber auch noch dran. Den habe ich noch nicht aktiviert. Er wird Was wird er tun? Logischerweise wird er versuchen, in den Nahkampf zu gehen. Gegen die nächste Gruppe. Moraltest gegen 3. 6, das gelingt. Er stürmt an, greift an mit
3 und die Infanterie verteidigt sich mit 2. Zuerst für uns. Eine 5, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hoffentlich. Der Gegner würfelt 1, hervorragend. Leider nicht doppelt so viel. Wenn ich 8 gehabt hätte, hätte ich mehr Treffer gelandet. Das bedeutet aber, der Gegner erleidet 1 D3. Und ich würfle eine 6, das heißt, das sind genug Treffer, um die Einheit auszuschalten. Okay. War gar nicht mal so übel. Wobei jetzt natürlich dann auf gegnerische Präsenz geschaut werden muss. Das war unsere Aktivierung. Also dann feindliche Präsenz. Eine 5. Roll once on the cavalry charge table. Place the enemy on stripe 1. Auf dem charge table kommt heraus ein 1, ein preußischer Husar. Und er aktiviert natürlich sofort. Mit einer 6 wird er vorrücken. Okay, das war die Runde. 8 noch. Dran denken, dass in Runde 6 diese drei Einheiten kommen. Und jetzt hoffentlich viele gute hohe Würfel. Nein, leider nicht. 1 und 2 ist nichts. Eine einzige Aktivierung, dann mache ich hier eine Rally-Action. Und versuche mal die zu sammeln. Er testet auf 2. 2 ist es. Er testet auf 3. Nein. Und 5. Das hat soweit halbwegs geklappt. Naja, hätte besser sein können. Mehr Aktivierung habe ich nicht. Dann kommt das Karree noch. Eine 8 gewürfelt. 8 bedeutet vorrücken. Nächste Runde muss ich einen Aktionspunkt ausgeben für eine Move-Action. Die Formation kann sich bewegen, ja? Okay. Ja, hinlegen, um mich dran zu erinnern. Und dann ist der feindliche Husar dran. Was wird er tun? I1. Shaken. Ist er nicht. Rückt vor. 7 Runden noch. Immerhin kriege ich auch 3 Aktionen. Das heißt, ich muss eine davon bezahlen, um mit dem Karree vorzurücken. Wobei, stopp, es sagt ja nicht, wann ich das tun muss, ne? Dann rücke ich erst mit denen vor, bezahlen noch einen, um die mit in die Formation zu bringen. Das geht, weil die Kavallerie noch angrenzend ist und dann bezahle ich den letzten, um mit dem Karree vorzurücken. Unloaded ist, glaube ich, jetzt gar kein Thema mehr für die, weil die Formation nicht nachladen kann. Regroup, wait for orders. Nee. Das heißt, die können schon kämpfen natürlich im Fernkampf, aber sie müssen nicht nachladen. Dann würde ich sagen, verschwindet der damit. Joa, Charge können wir hier nicht nutzen. Ansonsten habe ich keine Punkte mehr, um mit denen irgendwas zu machen. Ich werde sie mal ein bisschen übersichtlicher wieder hinlegen. Irgendwie so. Und die drei sind leer geschossen. So. Dann feindliche Präsenz. Schauen wir doch mal. Denn da ist nur eine feindliche Einheit hier gerade auf der Karte. Eine 3. Place 2 Line Infantry Units. Hier kommt die preußische Infanterie.
Und es aktiviert zuerst die Infanterie tatsächlich. Und sie hat eine eigene Tabelle, was sie tun möchte. Auf der 1. FK. Checking Units Rally. Nein. Otherwise Reload. Nein. Das heißt, sie machen gar nichts. Sie gucken sich an, was die Kavallerie treibt. Okay. Und die Kavallerie wird entweder direkt das Karree angreifen oder vorrücken. Auf der 6 greift sie an und sie muss die nächste Einheit angreifen. Und die nächste Einheit ist das Karree. Und jetzt hat sie eine 50-50 Chance, ob sie das Karree angreift oder nicht. Eine 6. Attack the Square. Okay, sie greifen das Karree an. Nahkampf ist das, also Moraltest gegen 3. Wobei, das ist ja auch schon unsinnig eigentlich, ne? Dann wäre ja doppelt eine Chance, dass sie nicht das Karree angreifen. Normalerweise müssen sie das natürlich tun, aber wenn sie schon 50-50 haben und dann nochmal 3 oder mehr werfen müssen, das ergibt, glaube ich, keinen Sinn. Dann greifen sie also an, würde ich mal sagen. Und jetzt wird's spannend. Nahkampf gegen Karree. Das hatten wir jetzt noch nicht. Square in close combat. When attacked in close combat, calculate the combat factors of the square as follows. If the attacker is cavalry, the combat factor of the square is 3. Using standard procedure. Aber das Karree kann immer nur maximal einen Checkmarker kriegen, auch wenn das Ergebnis höher ist. Der Husar greift an im Nahkampf mit 2 nur, ne? Ja. So. Dann schauen wir doch mal, wie das Karree sich schlägt. Eine 3 ist da nicht so rosig. Aber der Husar würfelt eine 1 und damit kommt er auf 3 und ich komme auf 6 hier mit der Gruppe, mit dem Karree. Das heißt, der 2D3 Treffer, gute Chance, den Gegner auszuschalten. Ich hätte gar nicht würfeln brauchen. Denn selbst das sind ja 2 Treffer und der zerfällt am Karree, der Husar. Zerfällt am Karree. Das waren die gegnerischen Aktivierungen. Das heißt, wir kommen in Runde 6. Jetzt kommt hier die Extra-Regel. Wo ist sie? Enemy Reinforcements. Place 3 Line Infantry Units on Turnbox 7. Ja, in the Enemy Presence Check Phase on Turn 6. Place those units on Stripe 1. Skip the Normal Presence Check. Okay, also wir kommen erst noch dran und dann, wenn der Gegner dran ist, dann werden die platziert. Beziehungsweise eigentlich müsste man ja gar keinen Presence-Check machen, weil da 2 Einheiten sind, aber ich nehme an, das sticht die Regel aus. Drei, drei, eins. Das heißt, 2 Aktivierungen bekomme ich. Und jetzt die Frage, was tun? Meine Überlegung ist, eigentlich die Einheiten zurückzuhalten, damit die sozusagen Unterstützungsfeuer für das Karree bieten können. Ja, hier rein. Und wenn ich sie nämlich hier reinstelle und dann kommt Kavallerie, wird die Kavallerie immer die Einheiten, die nicht im Karree sind, angreifen. Wobei das Karree eigentlich ja viel stärker ist. Nur halt gegen Infanterie nicht. Wenn die Infanterie hier ankommt und das Karree angreift, ist das schlecht. Deswegen will ich also die Infanterie schon hierher kommen lassen, damit ich Reichweite 1 hier reinschießen kann. Aber halt die Infanterie hier behalten, damit sie vor Kavallerie geschützt ist. Dann werde ich einmal nachladen mit den Einheiten hier, was sie einfach so tun können, weil sie nur Musketen haben. Und dann werde ich nochmal eine Rally-Action machen. Gegen
Sind wir dran? Nein, gegen 3. Eine 2 reicht nicht aus, schade. Dann kommen wir schon zur gegnerischen Aktivierung. Infanterie auf 4. If there is a target group in range, attack. Otherwise, advance. Das werden sie tun. Stopp, ich habe die noch gar nicht gelegt. Das hätte ich jetzt tun müssen, bevor ich die bewegt habe, aber spielt auch keine Rolle. Sie haben ja auch niemanden in Reichweite, so oder so. Mit einer 1 tun sie gar nichts. Okay, die Verstärkung ist angekommen, aber sie tun gar nichts. Das ist jetzt schon ein bisschen bedrohlich, ne? 5 Infanterieeinheiten und das Karäter. Naja, allzu lange ist es ja zum Glück nicht mehr. Also das war Runde 6 dann. Jetzt Runde 5 Runden noch. Eine einzige Aktivierung kriege ich wieder nur. Mit der 5. Das andere war 1. Dann versuche ich wieder den Ready-Test. Ich habe beim letzten Mal das Karree vergessen. Oder? In der Aktivierung. Ich habe die nachgeladen und den Rally-Test gemacht, aber das Karree nicht aktiviert. Dann machen wir das nochmal. Tun wir so, als wären die hier nicht. Eine 9. Artilleriefeuer. Eine 2. Lucky Day. Kein Schaden erlitten. Okay, dann sind die vorgerückt. Dann sind die reingekommen. Dann mache ich jetzt mit der Aktion, die ich habe, den Rally-Test. Und den hatte ich schon gemacht, ne? Der war fehlgeschlagen, ja. Den hatte ich doch schon gemacht. Dann kommt die Gegneraktivierung. Infanterie. Mal gucken, wer zuerst kommt. Die oberen. Ja, die oberen zuerst. Sie werden auf einer 6. Target group range 1-0. Advance if needed. Otherwise cover, then attack. Okay, sie sind scheinbar irgendwie sehr defensiv. Advance if needed. Ja, da ist kein Gegner, aber auf 0 und 1. Nahkampf können sie nicht. Otherwise cover, then attack. Nö. Also, sie gehen in Deckung, aber sie können natürlich nicht angreifen. Dann die andere Gruppe auf einer 1. Hat sich Schreckeneinheit? Nein. Otherwise reload. Macht auch nichts. Okay. Damit kann ich irgendwie arbeiten. Wenn sie passiv bleiben wollen. Und ich würfle 2 Nieten und eine Bonusaktivierung. Sollte ich vielleicht doch vorrücken? Jetzt wo, also ist ja sehr unwahrscheinlich, dass jetzt nochmal Kavallerie dazukommt, weil so viele Gegnereinheiten da sind. Dann würde ich sagen, rücken wir mit der Gruppe jetzt vor, damit wir hier mehr Nahkampfpower haben. Und Karree-Aktivierung nicht vergessen. Eine 6. Halte die Stellung. Alle Einheiten müssen einen Moraltest machen. Gegen 3. Klappt. Gegen 3. Klappt. Und klappt nicht. Das bedeutet aber, die Formation hat jetzt 2 Shaken-Marker. Und das bedeutet, sie muss einen Cohesion-Check machen. Eine Zusammenhaltsprobe. Ein Würfel für jede Formation mit mehr als einem Scheckenmarker. Wenn das Ergebnis kleiner oder gleich, nein, wenn das Ergebnis kleiner ist, als die Formation Scheckenmarker hat, wird die Formation von der Karte entfernt. Alle Einheiten, die sich bei der Formation befinden, müssen einen Moraltest machen und werden shaken, wenn sie den nicht bestehen können. Also, wenn ich eine 1 würfel, ist das Karree aufgebrochen? Haha.
Das Karree wurde gebrochen. Alle Einheiten müssen einen Moraltest machen. Eine 1, das heißt, der ist ausgeschaltet. Eine 1, das heißt, er ist getroffen. Und eine 2, das heißt, der ist auch ausgeschaltet. Oh Gott. Wen haben wir da? Nicolas Cloutier und Maxence Labelle hat es getroffen. Werden sie überleben? Das ist die große Frage. Wir werden es sehen. Und jetzt kommt der Gegner erst dran, ne? Und zwar die hintere Gruppe zuerst. Eine 3. If there's a target group in range, attack. Otherwise advance. Sie rücken vor. Die kleinere Gruppe. Ihr wollt eine 6. Wenn da ein Ziel auf Reichweite 1 oder 0 ist, vorrücken und Nahkampf. Ja, sie rücken vor. Jetzt die Frage, wen greifen sie an? Mit der 3, das Karree, das nicht da ist. Mit der 2 auch das Karree, das nicht da ist. Muss eigentlich nur wissen, ob sie die kleine oder die große Gruppe angreifen. Die 6, Gruppe mit Kavallerie oder die größere Gruppe. Also sie greifen die Gruppe an. Müssen jetzt aber einen Moraltest gegen 3 machen. 4, das gelingt. Das heißt, sie gehen in tatsächlich in den Nahkampf. Sie greifen an mit 2. Und meine Gruppe hat 1, 2, 3, 4, 5, weil er den Nahkampfbonus hat. 6 für Veteranen. 5, weil wir erschütterte Einheiten drin haben. Chancen sehen ganz gut aus. Zuerst für den Gegner. Eine 1, ja, hervorragend. Hervorragend. Damit haben wir schon doppelt so viel. Ich habe sogar eine 6 gewürfelt. Gut, das heißt, der Gegner erleidet 2 D3 Treffer. Und das ist wohl genug, um sie gleich allesamt zu vernichten. Glück gehabt. Glück gehabt. Oh, der kann auch gar nicht in die Gruppe rein, weil da schon 4 sind, sehe ich gerade. Ja, Karree-Aktivierung brauchen wir nicht mehr checken. Also 3 Runden noch. 2 Aktivierungen bekommen. Mit der ersten werde ich den zurücknehmen. Und mit der zweiten könnte man überlegen zu schießen, bevor die ankommen im Nahkampf. Die schießen gegen was? Gegen 5? Ja. Also die Gegner haben alle 5 Treffer wert. Und meine würden schießen mit 2 und die anderen mit 1 hier. Und er kann nicht, weil er nur eine Pistole hat. Kann er nicht darüber schießen. Ist die Frage, machen wir jetzt eine Feuergruppe draus? Ja, ich würde sagen, die beiden hier schießen zusammen. Als Gruppe können sie ja, weil der Offizier dabei ist. Und der schießt dann alleine, weil er den plus 1 Fernkampfwert hat. Als Veteran. Also, zuerst die beiden auf. Ist ja egal, auf wen von denen. Sind ja alle gleich. Eine 2 gewürfelt, 4. Das reicht leider nicht aus. Dann der Einzelne schießt 7. Das ist ein Treffer. Und die sind natürlich alle drei hier unloaded. Okay, das war meine Aktivierung. Dann kommt der Gegner. Eine 5 auf Infanterie. Advanced then Close Combat. Advanced. Moraltest gegen 3. Eine 1. Das reicht nicht. 2 Runden noch. Ein Pasch, aber der bringt mir nichts. 1 und 2 sind keine Aktivierung. Was macht der Gegner?
Der Gegner würfelt eine 6, das heißt, er versucht wieder den Nahkampf. Moraltest reicht wieder nicht aus. Okay. Nicht schlimm, ist nicht schlimm. Und ich krieg noch mal drei Aktivierungen zum Schluss. Da machen wir mal eine Reload-Action. Das können die ja hier alle einfach so, weil sie Musketen tragen. Dann Feueraktion. Und ich gebe noch einen zusätzlichen Bonus-Aktionspunkt rein, eine 6, um plus 1 auf alle Feuerangriffe zu bekommen. Und dann machen wir dasselbe Spiel nochmal. Der hat ja 2, geht dann hoch auf 3. Und die beiden haben zusammen 2 und gehen auch hoch auf 3. Und halt, er ist ja auch noch dabei. Er kann mit der Pistole ja jetzt darüber schießen. Hat aber nur einen Nahkampf plus 1. Also Pistole wäre 1, Bonus wäre 2. Oder geht das nur in einen einzigen Feueraktion? Die Gruppe may attack one target. You may spend one bonus action point to gain plus one die roll modifier. Ja. For each unit in the group, roll 1d6 and add the unit's combat factors. Aber ich will ja als Feuergruppe schießen. A leader can coordinate the units in its own group or in a group on the same strip, combining their combat factors against a single target. A leader coordinating an attack on a group on the same stripe forfeits its own attack roll. A leader coordinating the attack of its own group can add. Okay. Das heißt, sie können schon alle irgendwie. Er kann auch dabei sein. Und die werfen wieder gegen 5 natürlich. Dann würde ich das schon so machen, denke ich mal. Schieß mit dem Offizier auf den Erschütterten. Brauche also 3 oder mehr. Eine 2, das reicht nicht aus. Damit ist seine Pistole leergeschossen. Dann schieße ich mit den beiden auf den anderen da, den A-Soldaten. 1 reicht auch nicht. Und ich schieße mit ihm hier auf A. Eine 5. Komm auf 8, das ist ein Treffer. Haben wir den auch getroffen. Karree brauchen wir nicht aktivieren, das ist futsch. Dann kommt noch einmal der Gegner dran. Und der wird versuchen, eine 1 sich zu sammeln. Nein, es ist eine 4. Attack nearest group. Ja, das sind die. Dann müssen wir die Priorität mal schauen. Sie haben geladene Waffen dabei. Target is in range. Das heißt, sie machen jetzt alle einen Feuerangriff. Und zwar schießen die jetzt alle nacheinander. Also, er schießt mit 1, 5, das reicht aus, kommt auf 6 und trifft damit. Auf wen schießt er denn? Schauen wir mal nach. 5, Einheit mit dem höheren Combat-Wert. Ja. Also gegen einen der Veteranen. Eine 3, also auf den Offizier. Dann schießt der nächste. Mit einer 3, das ist nix. Kommt auf 4 nur. Und kommt auf 5. Auf wen schießt der letzte? Auf
Mit der 1, mit einem der beiden Soldaten. Hoffentlich nicht den, der schon getroffen ist. Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Und sie sind alle leer geschossen. Damit haben wir das Szenario überstanden, wenn auch mal gerade so mit zwei potenziell toten Soldaten. Dreizehn Runden überstanden. Okay. Also, die kommen erstmal wieder zurück, alle hier. Zack, zack, zack. Wir haben vernichtet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Feinde, davon zwei Infanteristen, vier Kavalleristen und die drei hier ordentlich durchgeschüttelt. Ihr kommt zurück. Und jetzt müssen wir schauen, ob unsere Kameraden überleben oder nicht. Und zwar die beiden sind verwundet. Eine 3. The soldier is wounded and needs medical treatment. Er ist nicht verfügbar in der nächsten Aktivierung. Das werde ich mir hier in meine Tabelle eintragen. Verwundet. Und irgendwo ist der Käfer schon wieder rumgeflogen, aber ich sehe ihn nicht. Und der andere würfelt eine 3, der ist auch wounded. Das war E. Maxons Label. Ups. Ich gegen das Mikrofon gekommen, entschuldigt bitte. Wounded, das heißt, die sind beide nicht einsatzfähig nächstes Mal. Der Husar aber theoretisch schon. Husar! Ich kriege einen Glory Point. Das bedeutet, sind bei 4 und das bedeutet, Bertrand ist jetzt ein Lieutenant. Ja, er ist ein Lieutenant. Beim nächsten Aufstieg kann er eine weitere Fähigkeit bekommen. Und wir können jetzt Veteraneneinheiten rekrutieren. Okay. Das heißt, ich könnte jetzt endlich Voltigeure rekrutieren, wenn ich denn genug Platz habe. Ja, habe ich ja eigentlich sogar. Da müssen wir uns gleich mal Gedanken drüber machen. Erstmal schauen, wie viele Erfahrungspunkte kriegen wir denn noch? Ein. Wow. Das heißt, ich habe insgesamt zwei Erfahrungspunkte. Einen hatte ich noch vom letzten Mal. Und mit zwei Erfahrungspunkten könnte ich einen Skill kaufen. Könnte ich ein Skill kaufen? Ja, das wäre natürlich cool, wenn ich mir jetzt einen Voltigeur kaufe und dem gleich den geben kann, aber ich glaube, von der Reihenfolge her ist das so nicht vorgesehen, oder? Steht nicht, wann man das machen muss, genau. Okay. Dann ist nur noch die Frage, wie viele Punkte kriege ich noch mal, um Einheiten nachzurekrutieren? Irgendwie
If the build points total for your team, excluding the wounded units, is less than maximum roll. Wie viel haben wir denn? 2, 4, 6, 8, 10, 15. Ja. Leider reicht das nicht aus. Das finde ich ein bisschen seltsam. Das, wie gesagt, steht leider auch nicht in den Regeln drin, ob ich Einheiten rauswerfen kann. Aber das klingt ja dann fast so, als wenn das nicht geht. Weniger als 5 Soldaten haben wir auch nicht. Aber ich kriege nur Build Points, wenn da quasi Platz ist von der Kapazität her. Das heißt, es müssen wirklich Soldaten sterben, damit ich jetzt bessere Einheiten kriegen kann. Na gut, dann schauen wir nochmal nach den Skills. Oder ich spare die 2 XP für nächstes Mal. Denn zum Beispiel ein Deadly Shot wäre ganz cool, das auf einen Voltigeur zu haben, wenn der einen Feuerwert von 2 hat. Ja, nee, dann spare ich die XP auf, das ist doch ganz cool. Dann war das die Mission, mal eben in die Kampagnenübersicht. Dann kommt jetzt ein Event. Ein Kampagnen-Event. Eine 2. Quatsch, ich muss mit 2 Würfeln würfeln. Okay, der Würfel ist die 10er. Wieder die 2. 24. Gewaltmarsch. Was bedeutet Gewaltmarsch? Was bedeutet Gewaltmarsch? Würfel einen Würfel. Bedeutet das? Eine 3. Wir erreichen die Baracken in guter Verfassung. Aha. Es hätte dazu führen können, dass 2 Einheiten einen Checkmarker bekommen, ohne dass ich einen Erfahrungspunkt bekomme. Ja, schade. Schade.